um aber auch etwas Positives zu berichten. Ich glaube, abseits der medialen Diskussion darüber, abseits auch der harten medienöffentlichen Statements innerhalb der Sitzung, habe ich den Eindruck, dass sich beide Seiten bewusst sind, dass man nur eine Lösung finden wird, wenn man sich aufeinander zubewegt. Ein schwieriger Prozess wird das trotzdem allemal werden. Wir haben gestern Theresa May zugehört. Ich denke, sie hat uns die Bemühungen der britischen Regierung mitgeteilt. Und heute hören wir Michel Barnier zu den verschiedenen Punkten. Ich glaube immer noch, dass es komplizierte Punkte gibt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich glaube fest daran, dass wir in der Lage sein werden, eine Einigung zu finden. Wir haben uns selbst diese Agenda gegeben, aber manchmal müssen wir unsere eigenen Vorgänge beschleunigen. Es ist ein Kompromiss von beiden Seiten, nicht nur von einer. Es war interessant, es war höflich, es war nicht aggressiv. Sie macht ihren Job. Ich denke, der Brexit ist eine sehr wichtige Herausforderung für das Vereinigte Königreich, aber auch für die EU. Ich hoffe, dass es morgen möglich ist, sich auf eine gute Vorbereitung mit dem Vereinigten Königreich zu einigen. Das ist sehr wichtig für unsere Unternehmen, es ist sehr wichtig für die Sicherheit und es ist auch wichtig für die aktuelle Situation. Heute kann ich sehen, dass es notwendig ist, alle Schritte zu gehen, weil die Vorschläge nicht genug sind, um eine Einigung zu erzielen. Ich hatte heute Morgen ein sehr erfolgreiches Treffen mit Premierministerin May und ihrem Team. Die Zeit ist knapp. Es gibt Vorschläge für einen weiteren Gipfel im Oktober und dann im November. Irland ist ein Land, das offensichtlich ein No-Deal-Szenario vermeiden will. Wir wollen einen No-Deal-Brexit vermeiden. Doch wir bereiten uns darauf vor, wir stellen zusätzliches Personal und Beamte ein, setzen IT-Systeme ein und sind bereit für diese Eventualität. Aber ich denke, wir müssen unsere Anstrengungen in den nächsten Wochen verdoppeln, um sicherzustellen, dass wir einen Deal hinkriegen. Wir haben sehr klare Grundsätze in Bezug auf die Integrität des Binnenmarktes und auf Bezug auf die irische Grenze. Es war präzise im März und es wurde von 27 Mitgliedern gebilligt. Also müssen wir kollektiv eine Lösung finden und wir brauchen einen britischen Vorschlag, der genau diese Sicherung im Rahmen einer Ausstiegsvereinbarung einhält.